In unserem Tagesgespräch begrüße ich heute ganz herzlich den SPD-Politiker und Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Thierse. Guten Morgen nach Berlin, Herr Thierse. Guten Morgen nach Bonn. Sie haben gestern an der Gedenkveranstaltung für die Opfer rechtsextremer Gewalt teilgenommen. Welche Stimmung haben Sie dort wahrgenommen? Ich glaube, es war eine sehr angemessene Veranstaltung und die Bundeskanzlerin hat in Vertretung des zurückgetretenen Bundespräsidenten für unsere Republik um Verzeihung gebeten. Das war notwendig, weil unser Staat Selbstkritik notwendig hatte angesichts dessen, was da in den vergangenen 10 Jahren an Ermittlungspannen, an Vorurteilen, an Einseitigkeiten, an Fehlern passiert ist. Und beim Zuhören der Vertreter der Opferfamilien waren wir, glaube ich, alle sehr bewegt. Wenn da ein Vater eines ermordeten Sohnes sagt, uns geht es nicht um Geld, nicht um materielle Anerkennung, sondern wir wollen, dass das Schicksal dieser Opfer gewürdigt wird, dass die Gesellschaft dieses wahrnimmt, dann geht das schon unter die Haut. Gedenkveranstaltungen wie diese laufen ja im Allgemeinen Gefahr, als Alibi oder als symbolische Selbstabsolution wahrgenommen zu werden. Gab es denn gestern von politischer Seite mehr als Sonntagsreden zu hören? Also Sie haben ja auf die Rede der Bundeskanzlerin verwiesen. Und natürlich ist es richtig, und man muss es auch sagen, dieses Gedenken darf nicht folgenlos bleiben. Wir müssen endlich diesen, wie soll ich das nennen, Mechanismen durchbrechen. Immer wenn etwas passiert ist, gibt es Aufregung, Entsetzen, Trauer und danach tritt wieder Stille ein, Desinteresse, Langeweile, man kümmert sich nicht um das Thema. Wir müssen endlich begreifen, dass Rechtsextremismus, dass Rassismus, Antisemitismus, Minderheitenfeindlichkeit, dass das eine dauernde Herausforderung ist, dass es auch kein gesellschaftliches Randphänomen mehr ist, sondern weit in die Mitte der Gesellschaft hineinreicht. Also eine große Herausforderung, der sich die Gesellschaft, natürlich Politik, der Staat, Polizei, Justiz stellen muss, aber natürlich auch die Bürgergesellschaft. Denn für die alltägliche Humanität in einer Gesellschaft sind nicht nur die sogenannten Profis verantwortlich, sondern die Bürger. Wie kann man diesen Mechanismus durchbrechen? Sie selbst setzen sich ja seit vielen Jahren intensiv mit dem Rechtsextremismus auch auseinander und sind an die Brennpunkte gereist. Was muss geschehen, damit wir nicht weiter wegschauen und es auch wirklich da ankommt, die Worte, die gestern gesprochen wurden, wo sie hingehören? Also ich fange mal mit dem an, was die Politik tun kann und soll. Wir müssen die demokratischen Initiativen vor Ort, die Leute, die jungen Leute auch, die sich gegen Rechtsextreme wehren, gegen die Räume der Angst, die diese Neonazis veranstalten, die müssen wir besser finanziell unterstützen, kontinuierlich unterstützen, auch politisch unterstützen. Wir brauchen auch die Fachleute, die da helfen, die mobilen Beratungsteams, die Kriseninterventionen betreiben, die Aussteigerprogramme betreiben. Auch die bedürfen der kontinuierlichen Unterstützung. Und wir müssen auch mehr Vertrauen in die Demokraten setzen. Also diese sogenannte Extremismusklausel der Ministerin Schröder ist falsch. Demokratie lebt von Vertrauen in diejenigen, die sie tragen. Vertrauen kann enttäuscht werden. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, all diese Programme und Unterstützungen und Initiativen immer mal wieder zu evaluieren, aber ihnen mit dem Misstrauen zu begegnen. Sie könnten vielleicht linksextrem sein, das halte ich für falsch. Also kontinuierliche politische Aufmerksamkeit, kontinuierliche finanzielle Unterstützung aller Aktivitäten gegen rechts. Zweitens eine Aufgabe der Medien und der Öffentlichkeit. Wir sollten uns nicht nur verständlicherweise faszinieren lassen durch die Täter und ihre Taten, sondern wir sollten uns auch faszinieren lassen durch diejenigen, die sich gegen die Rechtsextremen wehren, die jungen Leute vor Ort, die Kommunalpolitiker, die sich engagieren. Denn wir brauchen doch viel mehr Demokraten. Dass es in kleinen Städten, in Vorpommern oder in Sachsen bereits so ist, dass die NPD-Funktionäre dort die Kommunalpolitik bestimmen, sich kümmern. Das liegt doch auch daran, dass es zu wenig andere engagierte Leute gibt, die ihre Haut, ihre Zeit, ja auch ihr Geld zu Markte tragen, die sich engagieren, immer hart am Rande der Enttäuschung. Die zu unterstützen, die zu fördern, denen Aufmerksamkeit zu widmen, das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Also lassen wir uns durch alltäglichen demokratisches Engagement und Anstand faszinieren. Dann drittens,
Wir brauchen wirklich eine große neue Anstrengung zur politischen Bildung, zur Demokratieerziehung. Das muss in den Familien beginnen, das muss vor allem in den Schulen stattfinden. Aber das ist natürlich auch Sache der Öffentlichkeitsarbeit. Also eine Fülle von Aufgaben. Das Zentrum ist, kontinuierlich sich mit dieser Herausforderung befassen und nicht immer nur, wenn etwas Entsetzliches passiert ist, sich aufregen. Kurze hektische Aktivität und dann ist wieder Ruhe und Desinteresse. Welche gesellschaftlichen Diskurse müssen auch intensiviert werden, Ihrer Meinung nach? Also Deutschland darf sich nicht davor drücken, dass wir wirklich ein Problem von Rassismus und Minderheitenfeindlichkeit haben. Ich habe neulich den Antisemitismusbericht vorgestellt. Da kam die Zahl vor, 20% der Deutschen hat latent antisemitische Einstellungen. Sie können sich nicht vorstellen, was ich für Post bekommen habe. Nicht nur Rechtsextreme, sondern auch Leute, die sich weigern, diese Tatsache zu akzeptieren. Sie ist ja auch entsetzlich. Also eine öffentliche Debatte darüber, was sozusagen die Normen, die Maßstäbe, die Werte sind, die unsere Gesellschaft wirklich zusammenhält. Und deswegen schlage ich vor, dass der Deutsche Bundestag sich mindestens einmal in der Legislaturperiode in einer großen Debatte mit dem Zustand unserer Gesellschaft befasst. Und dass die Bundesregierung dazu einen Bericht vorlegt, der Analysen und Strategien versammelt. Was tun wir gegen alltägliche Menschenfeindlichkeit? Was tun wir gegen Rassismus, Antisemitismus, Feindschaft gegen Schwulen, gegen Arbeitslose? Also dieses ganze Bündel von menschenfeindlichen Einstellungen, das in unserer Gesellschaft virulent ist und das gerade in Zeiten von Krisen, von überdimensionierten Problemen, von sozialen Ängsten und Unsicherheiten eben ein gefährliches Potenzial werden kann. Wolfgang Thierse, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese eindringlichen Worte und für das Gespräch an diesem Morgen. Auf Wiedersehen.